dass dieser Besuch in Wolfenbüttel 10 Tage vor einer Bundestagswahl stattfindet, ist vermutlich kein schierer Zufall, aber Sie werden mir ohne Zögern abnehmen, dass ich zu nahezu jedem beliebigen anderen Anlass oder Termin auch gerne gekommen wäre. Ich bin auch nicht zum ersten Mal in Wolfenbüttel. Aber mein letzter Besuch, jedenfalls soweit mein Gedächtnis halbwegs intakt ist, galt wie viele Besuche von vielen Interessierten, insbesondere Kulturinteressierten, natürlich der nebenan gelegenen berühmten Bibliothek. Und als ich gerade den Gedenkstein für Paul Raabe gesehen habe, war mir natürlich dann auch sofort wieder bewusst, dass ich mit ihm sowohl in seiner Funktion hier wie in seiner denkwürdigen Rolle für die Aufarbeitung des Kulturerbes der untergegangenen DDR eine große, überragende Rolle gespielt hat. Und so ein Termin wie der heute hier ist eine schöne Gelegenheit zu bestätigen, was auch meine feste Überzeugung ist, dass es ein Segen ist, dass es Wahlkämpfe gibt. Erstens schon mal aus Prinzip, denn Wahlkämpfe gäbe es nicht, wenn es nicht Wahlen gäbe. So, und alle diejenigen, die soll es ja auch geben, die Wahlkämpfe lästig finden, sollten sich gelegentlich über diesen Zusammenhang Rechenschaft geben. Wer Wahlkämpfe nicht aushält, der findet Wahlen offenkundig verzichtbar. Und dann sind wir schon bei nicht banalen, sondern sehr fundamentalen Fragen unseres Verständnisses einer modernen Gesellschaft. Wahlkämpfe sind aber auch ein Segen für Wahlkämpfer, weil sie einem immer wieder Gelegenheit geben, über die klassischen Städten eigener Tätigkeit und die großen Metropolen hinaus in Städte und Regionen zu kommen, in denen man entweder noch nie war, sowas gibt es auch bei mir, oder in die man sich freut, nach längerer Zeit mal wieder zu kommen. Deswegen, das gilt für mich ganz sicher, deswegen sind Wahlkämpfe in Deutschland, glaube ich, ein noch größeres Vergnügen als in der übrigens begrenzten Zahl von Ländern, in denen es regelmäßig freie Wahlen und folgerichtig auch Wahlkämpfe gibt. Denn ohne irgendeinem anderen Land in Europa jetzt näher treten zu wollen, es gibt nicht viele Länder in Europa, in denen es jenseits der Hauptstadt so viele interessante Städte und Regionen gibt wie Deutschland, was im Übrigen mit der komplizierten Geschichte zusammenhängt, die unser Land hinter sich hat. Dass Deutschland erst viel später als die meisten anderen unserer europäischen Partnerländer ein Nationalstaat wurde und über Jahrhunderte durch kleine und größere, meist eher mittlere, Territorialstaaten geprägt war, hat Deutschland auch mit einem bis heute prägenden Netz von Kultureinrichtungen überzogen. Und das macht die Vitalität, die Attraktivität dieses Landes auch und gerade im Vergleich zu vielen anderen Ländern aus. Und Wolfenbüttel ist eines dieser zahlreichen, herausragenden Beispiele dafür, dass nicht alles, was unter mancherlei Gesichtspunkten nicht nur interessant und attraktiv, sondern einzigartig ist, deshalb nicht notwendigerweise in der Hauptstadt stattfinden muss. Da nicken jetzt viele bedächtig und zustimmend. Würde ich das vor einem französischen Publikum sagen, würden die meisten den Kopf schütteln und sagen, wovon redet der eigentlich? Was übrigens schon hinreichend illustriert, auch wenn wir über unser Europa reden, reden wir nicht über gleiche, sondern bei genauem Hinsehen sehr unterschiedliche Verhältnisse. Übrigens auch und gerade mit Blick auf Wahlen. Mir ist das auch gerade in den letzten Wochen nochmal wieder sehr deutlich geworden. Vor 14 Tagen habe ich an einer der jährlichen Konferenzen der Parlamentspräsidenten der nordischen Staaten teilgenommen. Das sind die baltischen Staaten, die skandinavischen Staaten und Island, zu denen Deutschland offensichtlich nicht gehört. Die hatten mich aber eingeladen, weil sie mit mir über
Zukunftsperspektiven Europas reden wollten, was schon hinreichend aufschlussreich und interessant war, aber am interessantesten war eigentlich die Verabschiedung, wo sich dann die Leute erkundigten, wie das denn in Deutschland wohl mit den Wahlen ausginge. Dann habe ich denen wahrheitsgemäß gesagt, das könnte ich Ihnen so genau nicht sagen, denn wir hätten glücklicherweise neuerdings in Deutschland freie Wahlen. Und da wüsste man immer erst, wenn die Stimmen ausgezählt sind, wie die Stärkeverhältnisse sind. Aber ich wäre durchaus zuversichtlich und ohne dass ich nun das Wahlergebnis vorhersagen könnte, hätte ich persönlich keinen Zweifel daran, dass wir wieder eine starke proeuropäische Mehrheit im Parlament und ganz sicher auch in welcher Konstellation auch immer eine proeuropäische Regierung haben werden. Das hört sich wiederum für uns fast selbstverständlich an. Aber wie viele europäische Länder fallen Ihnen ein, wo Sie vor stattfindenden Wahlen das als sichere Prognose formulieren können? Und was mich besonders beeindruckt hat, war dann bei dieser Konferenz, über die ich jetzt gar nicht weiter ins Erzählen oder gar Schwärmen kommen will, dass nach meiner Erläuterung, dass es so sei, wie ich gerade erzählt habe, dann 3 oder 4 von diesen Kolleginnen und Kollegen mir gewissermaßen tief in die Augen gucken und sagten, aber macht keinen Scheiß. Und das war nicht so witzig gemeint, wie es sich auf den ersten Blick anhört, sondern dahinter kommt ein Verständnis der Rolle Deutschlands in Europa zum Ausdruck und eine Erwartung an die Rolle Deutschlands in Europa, das wir uns noch vor wenigen Jahren hätten gar nicht vorstellen können. In manchen anderen Zusammenhängen, der Uwe Lagowski hat zu Recht darauf hingewiesen, ich habe eine besondere Neigung, Politik in historischen Zusammenhängen zu betrachten und zu begreifen. Ich, für mich auch das unverzichtbare Fundament jedes aufgeklärten Politikverständnisses. Denn Politik findet ja nie, wo auch immer, auf einer virtuellen grünen Wiese statt, sondern Politik findet immer statt auf vermintem Gelände. Und es empfiehlt sich gleich als erstes mal die Tretminen zu identifizieren, bei denen dieser oder jener Vorschlag in die Luft gehen könnte. Da fallen hier den Experten in der ersten Reihe offenkundig selbst kommunale Beispiele ein, bevor ich nationale vortragen müsste. Jedenfalls wegen meiner Überzeugung, dass man Politik ganz besonders in geschichtlichen Zusammenhängen begreifen muss. Weil auch die Handlungsspielräume, die man hat, ganz wesentlich von den Erwartungen, den Wahrnehmungen geprägt sind, die die eigenen Nachbarn aufgrund ihrer eigenen historischen Erfahrungen mit uns gemacht haben. Weise ich gelegentlich darauf hin, dass es zu den erstaunlichen Konstellationen der Welt gehört, in der wir heute leben, dass sich Deutschland in Europa jetzt wieder ziemlich genau in der Situation befindet, in der der Rest Europas uns nie wieder sehen wollte. Und interessanterweise die meisten Deutschen sich selbst auch nicht. Das eine ist so spannend wie das andere. Und würde jetzt eine vertiefte Beschäftigung durchaus lohnen. Ich lasse es im Augenblick mal bei diesem Hinweis, der nur nochmal von einer anderen Seite bestätigt, wir leben in einer gründlich veränderten Welt. Manche der damit verbundenen Herausforderungen sind uns bewusst, andere nicht. Und ich habe mir in diesem Wahlkampf beinahe zum Hobby gemacht, das ist schon auch eine etwas zu saloppe Formulierung, in Dutzenden ganz unterschiedlicher Veranstaltungen darauf hinzuweisen, dass es bei Wahlentscheidungen nicht nur darauf ankommt, ein Votum über die jeweiligen Programme und Kandidaten abzugeben, sondern auch ein Votum darüber, wem man am ehesten die Kompetenz und die Charakterstärke zutraut,
um auch mit Herausforderungen fertig zu werden, die in keinem Wahlprogramm vorgesehen sind. Denn wir haben jetzt gerade beispielsweise eine Legislaturperiode hinter uns oder so gut wie hinter uns, wo eigentlich alle wirklich großen Herausforderungen, mit denen wir tatsächlich zu tun hatten, im letzten Wahlkampf keine Rolle gespielt haben. Nicht, weil da irgendjemand irgendetwas unter der Decke hätte halten wollen, sondern weil nicht absehbar war, dass überhaupt und in welcher Weise da sich Ereignisse vollzogen haben. Das erste große Ereignis, mit dem sich der Bundestag beschäftigen musste, nachdem er gerade konstituiert und seine Ausschüsse gebildet und damit seine Arbeitsfähigkeit hergestellt hatte, war der Aufstand in Kiew, die Revolution in der Ukraine, die anschließend bis heute andauernden militärischen Auseinandersetzungen an der ukrainisch-russischen Grenze, die Annexion der Krim. Und auf einmal, 25 Jahre nach der wundersamen Veränderung der Verhältnisse in Deutschland und Europa, stellen wir fest, dass es die neue Friedensordnung in Europa, von der wir geglaubt hatten, sie sei nun ein für alle Mal gesichert, als ein für alle Mal gesicherte Tatsache nicht gibt. Und dass manches, worauf sich damals die europäischen Staaten ausnahmslos, einschließlich Russlands, in der Charta von Paris, Dezember 1990, also nach der Wiedervereinigung Deutschlands, nach den Wahlen in Polen und in der damals noch bestehenden Tschechoslowakei, feierlich verpflichtet hatten, Unantastbarkeit aller existierenden Grenzen, territoriale Integrität aller Staaten, Selbstbestimmungsrecht aller Länder, einschließlich des Rechts, selbst entscheiden zu können, ob und welchem Bündnissystem man angehören will. Dass wir das, wenn es gelten soll, sichern müssen, aber nicht als gesichert voraussetzen können. So, und jetzt will ich den Nachmittag gar nicht mit solchen weiteren Ereignissen verderben, wie dem Hinweis auf die erstaunliche Entscheidung der Briten, aus der Europäischen Union aussteigen zu wollen, in der geradezu unglaublichen Kopflosigkeit, durch das Aussteigen aus einem europäischen Integrationsprozess mehr Souveränität gewinnen zu wollen. Die Briten werden die bittere Erfahrung machen, dass sie, wenn sie der europäischen Gemeinschaft nicht mehr angehören, weder an Souveränität noch an Attraktivität gewonnen haben. Und dass aus Great Britain Little England wird. Was wiederum die deutsche Rolle in Europa nicht nur nicht verkleinert, sondern zusätzlich vergrößert. So, dann hat es die Entwicklung in der Türkei gegeben. Das ist auf den ersten Blick weit weg, betrifft jedenfalls nicht die Europäische Gemeinschaft in ihrem gegenwärtigen Bestand. Aber das von dem, was da in der Türkei stattgefunden hat und weiter stattfindet, wiederum kein anderes europäisches Land direkt und indirekt stärker betroffen ist als wir. Ergibt schon der Blick auf die Zahlen. Nirgendwo sonst außerhalb der Türkei leben so viele Menschen mit türkischem familiärem Hintergrund und Herkunft und familiären Beziehungen. Zwischen keinem anderen europäischen Land und der Türkei gibt es intensivere Wirtschaftsbeziehungen als zwischen uns und der Türkei. Und was die Beseitigung der in den letzten Jahren entstandenen labilen demokratischen Strukturen durch ein autoritäres Präsidialsystem unter geradezu chirurgisch sauberer Beseitigung von Gewaltenteilung, unabhängiger Justiz, freier Presse und Rechtsstaat bedeutet, das ahnen wir vielleicht, können es aber in den unmittelbaren Wirkungen noch gar nicht beurteilen. Dass Wahlen einen Unterschied machen, konnte man zuletzt in einem Land beobachten, bei dem man normalerweise nicht auf die Idee käme, es bei Wahlergebnissen in die Kategorie besondere Ereignisse einzusortieren.
Amerika. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal in den 10 Legislaturperioden, die ich jetzt dem Deutschen Bundestag angehöre, bei irgendeiner Beschreibung der Lage der Nation anders gehabt hätte, auf besorgniserregende Entwicklungen in den USA Bezug zu nehmen. Schon gar nicht auf Sorgen durch ein Wahlergebnis. Denn die Amerikaner haben im Unterschied zu uns die stolze Tradition, dass sie alle 4 Jahre und das seit 250 Jahren einen neuen Präsidenten wählen. Aber fast alle von uns haben den Eindruck, dass was da im letzten Herbst stattgefunden hat, war nicht schlicht die Wahl eines 44. Präsidenten, dem 43 andere vorhergegangen sind, sondern es war Ausdruck einer Veränderung, die im Land schon stattgefunden hat und ist offenkundig die Ankündigung von Veränderungen, deren Ausmaß wir auch noch nicht kennen. Was uns aus ganz anderen Gründen wiederum mit der Frage konfrontiert, auf was wir uns als scheinbar selbstverständlich und ein für allgemein gesichert verlassen können oder um was wir uns selber kümmern müssen. Das ist eigentlich die zentrale Botschaft, die ich gerne vermitteln möchte. Gerade weil wir gegenwärtig in Deutschland sicher unter den besten Verhältnissen leben, die es in diesem Land je gegeben hat, ist die leichtfertigste, aber deswegen auch weit verbreitete Vermutung, darum müsse man sich eigentlich nicht weiter kümmern. Es sei ja alles bestens geregelt. Jedenfalls besser als jemals zuvor. Daran ist richtig, dass es bessere Verhältnisse vorher nie gab. Aber daran ist falsch die Vermutung, das stünde unter Denkmalschutz. Da steht es nicht. Sondern das bleibt, wenn wir dafür sorgen, dass es bleibt. Wenn wir das für unsere eigene Aufgabe und Verantwortung halten. Und das, Herr Bürgermeister, ist ein zusätzliches Motiv, warum ich nicht nur gerne nach Wolfenbüttel gekommen bin, sondern ganz besonders gerne hier in dieses Haus, denn das ist ja gewissermaßen der Stein gewordene Ausdruck eines bürgerschaftlichen Engagements. Ich bin überhaupt davon überzeugt, dass diese erstaunlich andere und erkennbar bessere Verfassung, in der sich Deutschland im Vergleich zu beinahe allen unseren Nachbarn befindet, ganz wesentlich auch mit dem hohen Maß an bürgerschaftlichem Engagement zusammenhängt, das wir in diesem Land haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie vor mindestens 15, vielleicht ist es jetzt sogar schon wieder, ja, doch eher 15 Jahren, der Deutsche Bundestag eine Enquete-Kommission eingesetzt hat zum Thema Bürgerengagement im demokratischen Staat. Enquete-Kommissionen sind Sonderausschüsse, die je zur Hälfte aus Abgeordneten, zur anderen Hälfte aus Experten, aus der Gesellschaft, aus der Wissenschaft bestehen, um ein Thema zu bearbeiten, das grundsätzliche Bedeutung hat, ohne dass sich daraus ganz unmittelbarer gesetzlicher Regelungsbedarf ergibt oder jedenfalls ergeben muss. Aber es gab damals das Interesse, lass uns doch mal eine Bestandsaufnahme machen, wie es mit bürgerschaftlichem Engagement in Deutschland ausgeht. Das ist damals ein 500-Seiten-Bericht geworden, mit erstaunlichen Befunden über das Ausmaß, das zeitliche und fachliche Ausmaß von bürgerschaftlichem Engagement. Und seitdem es damals diese Enquete-Kommission gab, haben wir die Bundesregierung verpflichtet, alle 2 Jahre das fortzuschreiben und die jeweils neuere Entwicklung abzubilden. Und dieser letzte, jetzt vorliegende Bericht stammt aus dem vergangenen Jahr. Und er macht deutlich, dass in Deutschland nicht weniger als 26 Millionen Menschen über 14 Jahre in irgendeiner Weise ehrenamtlich, bürgerschaftlich tätig sind. Das sind, wenn Sie mal von der in Deutschland lebenden Bevölkerung, die unter 14-Jährigen und mindestens mal in einem Augenblick technisch die über 70- oder 80-Jährigen rausnehmen, 40% der Bevölkerung. Wobei im Übrigen, deswegen habe ich das für einen Augenblick dazu gesagt,
unter den über 70 und über 80-Jährigen ein beachtlicher Kreis sich wiederum von Leuten mit nach wie vor hohem ehrenamtlichem Engagement befindet. Es lohnt sich, mit den Zahlen zu beschäftigen, die in diesem Zusammenhang ermittelt und regelmäßig fortgeschrieben werden. Die allermeisten von diesen 26 Millionen Menschen sind im Durchschnitt 3 bis 5 Stunden pro Monat ehrenamtlich tätig. In Sportvereinen, als Helfer an dieser oder jener Stelle, als Schülerlotsen, als Vorleser an dieser oder jener Stelle. Es gibt tausende Formen von ehrenamtlichem Engagement. Aber es gibt auch Millionen Menschen, die teilweise 5 bis 10 Stunden pro Woche sich in einem Verband, in einer karitativen Organisation, in ihrer Kirchengemeinde ehrenamtlich engagieren, in der Regel nicht nur unbezahlt, sondern auch unauffällig. Aber das sind gewissermaßen die stillen Helden unseres Landes. Rein rechnerisch erbringen die jedes Jahr eine Arbeitsleistung von 5 Milliarden Stunden. Wenn man sich jetzt mal nur wiederum einen Augenblick rein rechnerisch vorstellt, das müsste bezahlt werden. Von Kommunen oder Land oder Bund. Und man davon mal ausgeht, ja, aber es wird doch dann wohl mindestens zu dem Satz bezahlt werden müssen, den der Gesetzgeber inzwischen als Mindestlohn definiert hat. Dann reden wir über eine Größenordnung von deutlich über 40 Milliarden Euro im Jahr. Nur mal nachrichtlich, für Landesverteidigung geben wir 37 Milliarden aus. Damit man nur Größenordnung im Kopf hat. Oder andersrum formuliert, müsste das durch Behörden, durch staatliche Leistungen erbracht werden, könnte es nicht erbracht werden. Und umgekehrt, es findet statt, weil es Menschen gibt, die begriffen haben, dass es nicht nur notwendig ist, sondern für viele ja auch eine hohe Motivation darstellt, über den Tellerrand der unmittelbaren eigenen privaten Interessen hinaus einen Beitrag dazu zu leisten, dass es im eigenen kommunalen Bereich, in der eigenen Kirchengemeinde oder wo auch immer ein möglichst hohes Maß an auf Dauer gesetztem guten Zusammenleben gibt. Deswegen sind Wahlkämpfe auch eine ganz gute Gelegenheit, sich gelegentlich dafür zu bedanken, was ich hiermit ausdrücklich tun möchte. Und das bringt mich eigentlich jetzt auch schon zu meiner letzten Bemerkung. Als ich angefangen habe, ernsthaft Politik zu machen, da lebten wir noch in Zeiten des Kalten Krieges, in denen auch in Europa sich zwei Bündnissysteme ideologisch und militärisch hochgerüstet wechselseitig gegenüberstanden. Und in der ganz gewiss es nicht mal annähernd so etwas wie ein gemeinsames Verständnis von den Mindeststandards eines politischen Systems in einer modernen Gesellschaft gegeben hat. Heute will fast kein Staat der Welt mehr als nicht demokratisch bezeichnet werden. Oder anders formuliert, Demokratie hat sich durchgesetzt als Begriff. Aber natürlich nicht als Realität. Damals, als ich erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, gab es in Westeuropa weit verbreitet Parlamente, in Osteuropa nicht und außerhalb Europas überhaupt nur an vereinzelten Stellen. Inzwischen ist in der sogenannten IPU, der International Parliamentary Union, also einer internationalen Vereinigung von Parlamenten und Parlamentariern, fast so viele Länder vertreten wie in den Vereinten Nationen auch.
die erheben alle den Anspruch, Parlamente zu haben. Bei genauem Hinsehen erfüllen die alle die Mindeststandards nicht, die wir für ein ernstzunehmendes Parlament für völlig unaufgehbar halten. Freie Wahlen, Wettbewerb zwischen konkurrierenden Parteien und Kandidaten, Zuständigkeit für Gesetzgebung und Kontrolle der eigenen Regierung. In den allermeisten Ländern der Welt kontrolliert die Regierung das Parlament und nicht das Parlament die Regierung. Und deswegen macht mich nervös, wenn ich immer wieder auf eine möglicherweise gut gemeinte, aber gefährliche Großzügigkeit stoße, ob man denn überhaupt wählen müsse, wo doch alles so gut geordnet sei. Was mich so richtig elektrisiert hat, war vor 10 Tagen oder 14 Tagen die Mitteilung, die fast überall in den Zeitungen und in den Nachrichten zu lesen und zu hören war, dass die Wahlforscher festgestellt haben, dass rund 50% aller Wahlberechtigten noch nicht wissen, ob und wen sie wählen wollen. Und gleichzeitig 48% der gleichen Befragten gesagt haben, sie wüssten aber schon, wie die Wahlen ausgehen. Das hat mich schwer beeindruckt. Das könnte man für ein Anzeichen besonderer geistiger Beweglichkeit halten. Ich fürchte, es ist eher ein Anzeichen für genau diese bräsige Zufriedenheit, von der ich gerade gesprochen habe, zu sagen, eigentlich ist doch alles gut geordnet, sehr übersichtlich, größere Risiken sind nicht zu erwarten, darum muss man sich nicht kümmern. Meine herzliche Bitte ist, kümmern Sie sich darum. Die Demokratie ist nicht nur die einzige Staatsform, in der man sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern darf. Sie ist auch die Staatsform, die damit steht und fällt, ob die Leute sich darum kümmern oder nicht. Und deswegen braucht sie und verdient sie das bürgerschaftliche Engagement, das nicht nur, aber insbesondere mit dem Wahlrecht zum Ausdruck kommt. Wen ich in diesen Wahlen unterstütze, muss ich Ihnen nicht erläutern. Auch zur Überparteilichkeit verpflichtete Parlamentspräsidenten haben die gleichen zwei Stimmen wie Sie auch. Zur Unterstützung desjenigen Kandidaten, den man für den eigenen Wahlkreis für am besten geeignet hält. Und in der Zweitstimme entscheiden wir, wem wir am ehesten die Regierungsverantwortung zutrauen. So. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mir wünschen, wenn außer Ihnen, die Sie ohnehin fest entschlossen sind, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen oder es längst getan haben, Sie den einen oder anderen, der Ihnen bis zum 24. noch vor die Nase kommt, mit Nachdruck daran erinnern, dass er sich daran beteiligen sollte. Und vielleicht findet sich ja diesseits und jenseits von Wahlkämpfen demnächst nochmal wieder in diese schöne